Okay. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ja, eigentlich bin ich nicht bereit, aber ist okay. Seitdem du den Schrein hast, läuft es tadellos. Okay. Ich sag mal so, Sister Friede hier, ne? Aus Dark Souls hat auch irgendwie auch der ganze Raum gebrannt. He once told me, out of sight, out of mind is a fool's task. Seeing but seeing through is what wise men do. Oder Dämon des Hasses. But didn't he turn mad by what he saw too? Das sieht richtig nach Spaß oh, aus. Oh, kommt der bist du drin? Der Schwarzbergwein. Ah. Teddybär. Ja. Warum ist der so groß? Oh Gott. Aua. Ich dachte, wenn du die... Oh mein Gott, ich mache ja gar keinen Schaden. Wenig. Oh, mit Arschbombe. Bruno, der Problembär, no way. Au. Okay, der ist ein bisschen sehr groß und der macht... Aua, der macht... Aua. Oh, da musst du aber mal kurz verschnaufen. Also, ja. Hält sich in Grenzen. Ah, er brennt! Mein Gott. Der macht aber auch Feuer. Oh Gott, er brennt alles. Nur mal kurz heilen. Kannst du da den Feuer umholen? Aua. Aua. Er hat hier den Stick. Heil dich doch mal! Oh Gott. Ich kam nicht mehr zum Heilen. Ja. Oh, oh, oh mein Gott, wir machen gar keinen Schaden an dem. Halleluja. Und Hallöchen, Adiaria! Hallo! Pünktlich zum Bossfight! Mhm. Baloo is in the game. Okay, ich revidiere und du setzt auf dich. Sehr schön, Baloo. Du fändest es lustig, wenn der Bär nach dem Feuer nackig wäre. Das reimt sich sogar. Oh Gott, der ist... Will ich einfach noch nicht. Warte mal kurz. Der haut auf jeden Fall richtig rein. Was halt, wenn ich was anderes nehme, direkt gleich mal 20 Verteidigung, ne? Ja. Dann behalt den halt. Aber der Kopfstoß, ich komme ja gar nicht dazu. Ein Gift würde mir vielleicht noch ein bisschen helfen. Ja, Gift, oder? Was war das andere? Das Abschlabbern. Ja, das Abschlabbern. Das haben wir ja noch nie benutzt. Nee, das fühle ich auch nicht. Irgendwelche Bären ablecken. Mal irgendwie Haare im Mund oder so. Ist ja riesig. Der hat eigentlich einen Schottenrock an. Ja, eigentlich schon. Ist nur ein bisschen kurz. Ob ihm das schon mal jemand gesagt hat. Du dachtest zuerst, das ist ein Munitionsgurt. Oh. Oh, schön. Schade. Wenn er so wirbelt, würde sich vielleicht der Wolkenschritt lohnen. Weil du ja dann auch unsichtbar bist.
Eigentlich kann er dich ja dann nicht sehen. Ja, da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, ganz ehrlich. Ja, er trifft tatsächlich nicht. Ja. Da war es sauer. Ja, ich auch. Ich sehe halt einfach gar nichts. Einfach nur. Ist noch nicht warm genug draußen. Mhm. Denken! Boah, geile Musik wieder. Total super. Also er kommt in die Richtung, aber kann dich irgendwie nicht treffen. Ja, das Problem ist, es hält halt nicht ewig, ne? Ja, ja. Also ich weiß ja nicht, ob der Feuerumhang halt mal sinnvoll wäre. RTL. RTL. Ich will mich gerne heilen. Ich sehe nichts. Ey, Kamera. Mhm. Oh, ich hab ein bisschen Panik. Au, au, au. Alles brennt. Ach nee, jetzt kommt diese Scheiße schon wieder. Mann. Oh Gott, was doch. Aua. Oh, Panik. Au. Hat er doch gemacht. Zweiter Versuch? Mm. Nicht schlecht. Morgen in den Nachrichten. Streamer verprügelt unschuldigen Bären und zündet ihn an. Peter. Peter. Ja. Krass, oh, ey. Gut gemacht. Der sah richtig geil aus. Der ist nicht schlecht. Kämpft er gegen so einen Bären, der so groß wie ein Haus. Der kommt irgendwann nicht wieder. Ja. Dann machst du den. Feuerwerk! Außer Kontrolle! Der ist richtig. Upsi. Am Stabo. Ich bin ein Zahn, kannst du gehen. Ja, mit seinem Rückenkratzer, ey. Ja, aber hallo.
I had no idea how to make use of its power. Except to enshrine it up there, tricking lesser Yaoguais into offerings. If you pardon me, I'll go back to Guanyin to atone for my actions and be put back on the engaging band. You will never see me out there anymore. I know his nonsense. Go now, little monkey. Go and retrieve the great sage's relic. Krasse Augen. Erinnere mich an den komischen Wahrsager hier von Obelix, Asterix und Obelix. Du bist ein Wildschwein, der hat auch so krasse Augen gehabt. So, oh nein, oh Gott. Ich dachte schon, da will jemand auf den Frosch. Und sein Bär. Master, it still puzzles me. A monk's lust for gold should be quelled. Why does Elder Jinche still cling to that one Kasaya? Bereft of that Kasaya, how shall they show the world their ties are cut and their lust is quelled? Jetzt haben wir Kapitel 1. Wow.
Aber cool, so eine Zwischensequenz. Richtig cool. Mich hätte mal wirklich interessiert, was er gesungen hat. Through the hills and through the black wind your blood has spilled. Wolves howl, snakes wind, flames lick and the smoke blinds. Stumble on the lesser, lame, crash before their betters, shame. With such clumsiness, what destiny do you claim? As the small fish catches its prey, the bigger lurks behind. Who is the bigger fish? I can't see it. As for the prey and the small fish, they are swimming everywhere. Hungrige Augen. Mm. Hey. Ach, stimmt, am Anfang haben die ja was erzählt von den 5 Relikten. Genau, eins haben wir jetzt schon erobert. Dann sind das 5 Kapitel, die wir vor uns haben. Boah, überlegt mal, da ist ja noch einiges zu tun. Ja, ein bisschen, ist ja ein bisschen wenig, ne? Also hätten wir ruhig mal ein bisschen mehr geben können für den Bären. Geschenke. Schwarz-goldene Flamme. Das, okay, warte mal, was haben wir denn hier? Seide 2-mal, kann man eine neue Rüstung herstellen. Geisteskern. Herstellung von Medizin himmlischen. Medizin der himmlischen. Okay, kann man herstellen. Und Herstellung von Waffen. Das heißt, wir können wahrscheinlich dann eine neue Waffe bauen. Mhm. Wenn wir uns das leisten können. Wohlgemerkt. Also Mario hat die letzten Bosse jedenfalls sensationell gespielt. Jetzt will ich lustige Dinge von Anni sehen. So, wie geht's jetzt weiter? Auszahlung bitte, ich bin Pleitegeier. War du der Pleitegeier? Ja, machen wir gleich. Ich muss ja gucken, kann ich denn jetzt hier was machen? Oder kannst du kurz mal das Inventar aufmachen, dann kann ich wenigstens mal kurz die. Dann krieg ich dir die Pümpchen. Gerade am Kabel hängen geblieben. Ja. Kannst du was machen? Wenn ich jetzt reinklicke, komme ich wahrscheinlich. Klick einfach. Boah, warte mal, ich klicke mal hier auf Ausrüstung. Nein, aus. Wenn ich reinklicke, ist das Menü weg. Nee, ist es nicht. So. Hungrige Augen, ein kurzer Blick enthüllt des Feindes Macht. Ein Talent nur führt zu ungerechter Schlacht. Identifiziert die Yaoguai, die Geister in sich tragen. Böse Alter. Dankeschön. Vielen Dank, dass du Geschenks ab. Und den Alex. Schäfchen falsch rum. Popo gewackelt. Geht auch gut. Okay, das klingt schon mal gut. Da hat Mario Baloo das Fell über die Ohren gezogen. Ja, schon. Kann ich. Wo kann ich denn jetzt hier was machen? Na, unten nächstes Kapitel steht da Y. Ja, aber da kann ich ja nichts auswählen. Ach so. Ich dachte, es müsste weiß sein. Alles nein. Klar. Einfach drücken. Ab ins nächste Kapitel. Gelber Sand. Ich ruhe mich jetzt aus. Ja, gelber Sand, trostlose Dämmerung. Ich habe jetzt die riesigen Bosse gehabt. Andi kann wieder die kleinen machen. Die kleinen. Kleinen sind die fiesen, sagst du ja. Die fiese Wichte. Gucken wir mal, was passiert. Großen können mal nix. Mhm. Ja, mal gucken. Kapitel 2. Ich hoffe, man kann sich diese Zwischensequenzen nochmal angucken in Ruhe. Mich hätte wirklich mal interessiert, was er gesungen hat. Also was der Text war. Da gab es ja leider keinen Untertitel oder sonstiges. Ja. Jetzt haben wir einen Titel. Das chinesische Rockband hier. Ja. Ab geht's! Ist schön, gut. Schönes Konzert hier. Kein Kopf. Wie singt er? Oh, was zum Henker? Okay, das ist creepy. Oh, ja, wie auch das passierte. What the fuck? Okay. I reckon I got an idea why you've come here, my friend. Haste makes waste. I'll lend you a hand. Finde ich ein bisschen ekelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Watch your step, eh? Get more shots and you'll be high and dry. Bonanza. Ja. Hab ich auch gerade gehört. Das war ja wohl Absicht. Oh Gott. Also, was für eine Einlage, ey. Aber der Kopf. Bonanza. Ja. Oh Mann. Der Kehlkopf ist ja am Hals, also geht das? Ja, das stimmt schon, aber ja, sehr gut. Würde schon theoretisch gehen. Wozu braucht man Mund? Aber Zunge wäre ja auch noch hilfreich. Gut. Willkommen im zweiten Kapitel. Naja, ohne Zunge und ohne Mund kannst du halt auch nicht vernünftig sprechen. Ne? Also ja, der Kehlkopf also, alleine hilft wahrscheinlich so richtig, auch nicht. So richtig formen ist auf jeden Fall schwierig. Gut. Du bist halt ein neues Kuscheltier. Mm. Ach, das Bärchen. Oh. Ohne Haut? Ohne Fell? Hey, Freunde. Da sind auf jeden Fall mehrere. Mhm. Da freue ich mich ja jetzt schon. Hey. Also man könnte wahrscheinlich auch wieder schleichen. Ach, schleichen. Schleichen kostet Mana. Ja, außerdem brauchen wir ja so eine Essenz. Ne? Ja. Links. Da? Links. Da oben. Ja, irgendwo da. Oder auch nicht. Ist der gerade runtergesprungen? Oder steht er auf halber Höhe irgendwo hier links? Nee, hier hinter. Also hier. Irgendwo. Nee. Links von dir hat er geschossen. Ja, irgendwo hat er da wer geschossen, aber. Wahrscheinlich, wenn du runtergehst, schießt er wieder. Einmal kurz hier hin. Vielleicht ist er hier auch irgendwas Geheimes. Oder auch nicht. Nicht. Wir gehen weiter. Ich nehme da mal ein Stück aus der Pulle. Jetzt schon. Klar. Süßholz. Mal raspeln. Ist ja die Frage, ob du gleich da hoch willst oder erstmal. Achso, oder hier nochmal. Ja, nochmal. Guck mal bitte in das Tal runter, weil dann kann man auch mal erkennen, wo es da hingeht. Hier hinten geht es auch noch weiter. Naja, ah, sucht sogar raus. Da ist halt auch noch irgendwie hier so ein kleines Gebäude. Ja, aber da gab es schon öfter mal Gebäude. Was ist denn der Wirbelsturm da hinten? Tornado? Kommt der her? Hm. Nee, der bewegt sich, glaube ich, nur so ein bisschen. Naja, vielleicht gehst du erst doch mal durch den Durchgang. Ich möchte hier erstmal lang, genau. Und noch was? Nee. So, hier ist was. Lammsud. Das haben wir jetzt nicht gelesen. Hat niemand gesehen. Aber mehr ist ja auch nicht. Nee. Das ist tatsächlich. Ich guck mal kurz, was das macht. Können wir das gebrauchen? Für einen Trank. Wahrscheinlich. Nee, da war's doch, gerade links. Ach so, da. Jeder Schluck stellt sofort 20% des maximalen Lebens und danach kurzzeitig langsam 25% des maximalen Lebens wieder her. Lammfleisch, Wein und Obst auf einem Tablet mit aufrichtiger Hingabe dargebracht. Ja, das haben wir jetzt nicht gesehen. Und warum ist da an diesem Gefäß ein Pferdekopf? Wir wissen es nicht. Besser als ein Schafkopf. Ja, das stimmt. Wir trinken das jetzt gerade nicht. Hm. Aber dann muss ich jetzt ja hier lang. Wahrscheinlich unten dem Fluss hinterher. Ja. Weil hier geht's ja nicht hoch. Nee. Hör doch, stimmt. Na mal, da ist er doch irgendwo. Da! Der hockt da an der Wand. Fiese, das ist ja wohl ein bisschen cheesy, ne? Ja, ich glaube, der soll da nicht stehen. Ja, ich glaube auch, dass der da nicht stehen soll, aber ich gehe mal weg. Er kann gerne hinterherkommen. Oben irgendwas?
Mal hier rüber. Ah, oh Gott. Dieser Balken über seinem Lebensbalken bedeutet, dass sein Schild noch so lange hält. Ah ja. Wenn du das runtergehauen hast, sozusagen den Bein, ist der Schild weg. Mhm. Kein Fluchen! Gut, ich fluche nicht. Ja, das ist alles easy. Ach, guck mal, da ist ein Freundchen. Ach Gott, so eine Kröte, so eine kleine. Oh, da muss man weg, die explodieren nämlich, habe ich gelernt. Genau, deswegen stehst du gerade richtig im Gift drin. Ach, das Gift? Ach! Habe ich gar nicht so. So gut, dass du nur sagst, dass sie explodieren und dann Gift drauf ist. Ja, ja. So, ich wollte mal hier zu dieser kleinen Hütte. Da kommen wir nicht hoch. Sicher? Weiß ich nicht. Das hast du mal einsammeln, glaube ich, oder? Ja, deswegen wollte ich ja mal hier. Na, siehst du, da kommt man entspannt. Süßholz. Du musst ja Süßholz raspeln. Holzsamen. Habe ich schon mal geguckt, wofür die eigentlich sind? Nee, die haben wir vorher noch nicht gefunden. Winter. Siehst du mal da, wo Punkte sind? Das ist neu. Ah, ja. Oben. Nee, da. Das war gereicht. Ach, hier, da. In den Händen eines geschickten Gärtners kann daraus Süßholz wachsen. Okay, na, jetzt können wir noch Gärtnerarbeiten durchführen. Hervorragend. Ja, legen wir uns irgendwo so ein Gartenhäuschen an. Wir hatten ja vorhin das Thema Gewächshaus. Das nicht. Ich gehe einfach mal weiter. Ich folge jetzt dem Fluss. Dem Fluss des Lebens oder Sterbens, je nachdem, wie man das möchte. Und Ich spreche mit ihm hier. Schön! Blitzmeister hier. Na, da freue ich mich ja. Ah, ein Pferdchen. Oder was? Ach nee, was ist denn das? Eine Ratte? Kumpel. Da gerade hat ein Pferdekopf, aber das ist kein Pferdekopf. Darf ja nicht fluchen. Also. Ach, guck mal, da ist noch eine nette Kröte vorbeigekommen. Wir wollen alle nur spielen. Hey, 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 hey. Wir wollen alle nur spielen. Hey, nee, 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 Freundchen. Hallo. Kommen Sie mal bitte aus dem Bereich hier. Und Kröte, dich mache ich jetzt auch noch platt. Weg, weg, weg. Und wir haben sogar ein Pünktchen bekommen. Und zwei Punkte haben wir gerade. Na, einen hat man vorhin noch gekriegt von dem Boss. Den haben wir noch nicht verteilt. Ach, aber das ist aktiv, ne? Das Relikt. Nicht geborgen. Also, ist das überhaupt aktiv? Zum Erwecken gedrückt halten. Wir sollten vielleicht. Ich glaube, du kannst nur eins davon nehmen. Aber wir haben jetzt ja gar keins, oder? Nö, haben wir ja noch nicht gemacht. Wir schauen mal kurz, was das hier ist. Also erhöht den erhaltenen Fokus durch aufeinanderfolgende erfolgreich leichte Angriffe beträchtlich. Das ist super. Fokus erhöhen ist super. Erfolgreiche Treffer mit enthüllender Schlag verringern die Abklingzeit dieses Zaubers und erhöht den kritischen Trefferschaden. Also ich fände eigentlich Fokus ganz gut, weil wir Fokus immer wieder brauchen, auch für die schweren Angriffe. Mm, ja. Erstmal würde ich es nehmen. Ja. Jetzt leuchtet der. Kannst du die anderen auch freischalten? Geht das theoretisch? Nee, tatsächlich nicht mehr. Okay. Hat das irgendwas gekostet? Ich habe gar nicht gesehen, dass man jetzt irgendwie. Gar nicht. Da standen wir einfach drücken. Heißt, man kann das gar nicht rückgängig machen? Jetzt zumindest nicht, vielleicht am Schrein. Okay. Selbstbestimmung. Hier könnte man mal gucken, was der Windschritt. Nee. Also den fand ich irgendwie noch nicht so brauchbar. Machtwiederherstellung. Wir brauchen das ja. Wir müssen viel öfter die Ultis nutzen, wenn die rein. Ja. Problem ist, sie haben den Stabkampf irgendwie auch noch nicht wirklich verbessert. Wir können jetzt ja nicht mal darauf verlassen, dass die Ulti funktionieren. Die Vorwärtsbewegung L beim Stabwirbel löst Agila-Wirbel aus. Vielleicht sollten wir das mal nehmen, weil wir haben ja momentan nur die Standardfunktion. Deswegen blockt er auch nicht alles, wenn wir angeschossen werden. Dass wir wenigstens einen Punkt hier drin haben. Ich mach einfach. Ist aber nicht so, dass wir das irgendwie schon großartig genutzt hätten. Nee, tatsächlich nicht. Ist das was zum Sammeln? Okay, ich glaube, wir können wahrscheinlich eine Abstimmung machen. Bin mir nicht sicher, aber da war ja so ein Frosch irgendwo vorne im anderen Wasser. Liegt
nur in Einzelteile rum. Kann man direkt auf den Grill werfen. Aber da kein Frosch, kein Zerhackten. Da unten. Kümmere ich mich da jetzt schon drum? Guck mal erstmal kurz hier weiter, ja? Also gut, dass wir diese Wasserrüstung jetzt schon haben und wir eigentlich nie im Wasser kämpfen. Ja, aber da jetzt bei dem Froschi wahrscheinlich schon. Ja, der schon. Sitzt aber auf dem Boden. In einer trockenen Grube. Stimmt. Fröschlein in der Grube. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, ich meine, ja, das ist schön, dass die dann irgendwie vielleicht ein paar Bonussachen bringt, wenn man im Wasser kämpft. Aber das Problem ist, je länger das dauert, umso weniger Verteidigung hat die dann halt auch, weil die ganzen neuen Rüstungen einfach deutlich besser sind. Ja. Kommst du her? Ja. Ja, dann würde ich sagen, Vorhersage, oder? Ja. Also ich gehe davon aus, dass das ein Boss ist. Gehe ich auch von aus. Deswegen machen wir mal gleich die Vorhersage und wenn es keiner ist, dann habt ihr einfach schon abgestimmt. So. Ja. Ich klebe an meinem Zettel fest. Hey, Lieben, haut Punkte rein. Der Frosch ist meiner. Mhm. Also ihr habt ihn gesehen, also ihr habt nur die Rückseite gesehen. Vom Frosch. Alles ist möglich. Alles kann, nichts muss beim Frosch. Da sitzt er. Der ist in der Froschposition. Der macht gerade Yoga. Mhm. Der hockt aber im Wasser, kann er sein. So ein bisschen. Ja, es ist Wasser. Ein bisschen, wobei ich das halt so nicht Pfütze. Als großartig Wasser interpretieren würde. Einfach nur eine Pfütze. Vielleicht hat er einfach hingepullert. Ich weiß es nicht. Du siehst keine Abstimmung. Böse Alte nochmal aktualisieren. Weil wir können es ja nicht beeinflussen, was du am Handy siehst. Normalerweise sollte die aber da sein. Die läuft auf jeden Fall. 2 Minuten läuft sie noch. Mal heilen. Ist auch bitter, dass ich da nur noch einen Schluck in der Pulle habe. Wahrscheinlich hast du irgendwo in der Nähe hier so ein Schrein. So ein Ding zum Rasten. Wenn du hier rechts hoch gehst. Geht's ja immer noch weiter. Ja, hier. Das ist doch ein Zeichen für Schrein. Oder? Das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass es da weitergeht. Da unten ist ein Schrein. Da war eine Kiste links. Dann gehe ich erstmal hier lang. Wo siehst du hier eine Kiste? Ich bin blind. Ist das hier rechts oben nicht eine Kiste? Rechts oben. Ach, oh Gott. Die ist so auffällig. Ja, ich war auch nicht sicher, ob es eine Kiste ist oder ob irgendwas anderes ist. Ist die Frage, ob ich da so rankomme. Ja, vielleicht so eine Attrappe. Ich weiß es nicht. Also aber bisher waren das immer Kisten. Sieht aus wie eine Kiste. Vielleicht muss man da irgendwas machen? Schon eine Fake-Kiste. Ja, eigentlich sieht's ja so aus, weil hier kommt man nicht lang. Möglicherweise kommen wir da anderweitig irgendwie ran. Irgendwas kaputt machen von oder so. Von oben wahrscheinlich draufhüpfen oder ja. So. Da ist noch ein Pilz zum Einsammeln. Okay, Abstimmung ist durch. Da ist was rausgesprungen. Oh Gott. Ich habe in den Chat geguckt, ich sollte einfach nicht in den Chat gucken. Nee, der hat viele Lebenspunkte. Chat ist tödlich. Habt ihr das gehört, Chat? Da gibt's das. Super. Hey, hey, du könntest ihn doch endlich mal anvisieren, wie hast du denn damit? Ich hab ihn anvisiert. Man sieht ja kein Symbol. Gut, den habe ich extra mitgenommen. Zählt natürlich jetzt nicht bei euch da rein, logischerweise. Das ist ja kein Boss. Er fühlte sich aber so an. Der hatte ganz schön viele Lebenspunkte. Fühlte sich so an. Ach Gottchen. Vielleicht gehe ich einfach mal kurz da Richtung Schrein oder was auch immer da war. Einfach straight ich durch. Ich bin jetzt hier noch außerhalb des Dorfs. Nee, dann renn mal hier links rum hier. Bevor die ganzen Fritzen da wieder anfangen zu schießen. Ja. Die haben vorne auch so viel Schaden gemacht teilweise. Ja, wo war der drin? Ja. Ein paar kann ich ja mitnehmen hier. Oh, Seide hat er gedroppt, sehr schön. Oh, schön!
Ah, nee, das ist ja... Okay, das ist irgendwas anderes. Eine Attrappe. Und das ist andere wahrscheinlich auch eine Attrappe. Ja, gut, also da unten ist der Schrein. Hol den da erstmal. Boah, wie lange die Attacke gedauert hat hier gerade. Ja, aber viel Schaden gemacht. Ja. Gut. Shiny ist da. Das heißt, wir können jetzt auch den Trank verbessern. Beziehungsweise die Mixtur umändern. Auch wenn wir das eigentlich nicht wollen, aber ist immer gut. Aber Trank verbessern war ja wieder nur beim Affen. Aber bei Braun kannst du da nicht das Ding austauschen? Nee, da kann ich nur die... Ach so. ...herstellen. Wir haben ja auch gar nichts für den Trank. Na doch, diesen... Das unausgesprochene Ding, was wir gefunden haben. Den Senken? Das unausgesprochene Ding, was wir gefunden haben. Das unausgesprochene Ding? Ich wiederhol's jetzt nicht, Chat. Oh Gott! Ah ja, ich erinnere mich. Okay, ich dachte, das wäre ein extra Item, was man einfach verbrauchen kann. Nee, ich glaube, das ist halt irgendwas für die Mixtur oder so.